herzlich willkommen zu einem weiteren Video meiner 5 Bücher vom Sub-Reihe und diesmal wieder in der normalen Edition und nicht in der speziellen Klassiker-Edition, wie sie das letzte Mal war. Ich denke, da kommt ein weiteres Video noch im Herbst-Winter etwa rum. Also ich denke, eins mache ich auf jeden Fall noch mit Klassikern für dieses Jahr. Und kommen wir aber jetzt erstmal zu anderen Büchern. Ich habe wieder 5 Bücher rausgesucht, die mehr oder weniger lange auf meinem Sub liegen, zu denen ich bisher noch nicht gegriffen habe und wo ich gerne von euch eure Meinung hören möchte, wenn ihr die Bücher bereits gelesen habt, dass ihr mich da ein bisschen motivieren könnt, dass ihr mir vielleicht nochmal ein paar Informationen über das Buch geben könnt, die mich dann dazu verleiten, das auch bald zur Hand zu nehmen. Beginnen wir mit dem ersten Buch und ich glaube, das wird vielleicht sogar schon als moderner Klassiker gehandelt, ich weiß es gar nicht. Das Buch ist jedenfalls von 1985 und es ist Das Parfum von Patrick Süskind. Ich habe hierzu den Film schon mal gesehen, fand den ganz okay. Ich glaube, er hat mich jetzt nicht umgehauen, aber ich fand den auch ganz gut. Und hier geht es ja um einen Parfümeur mit sehr, sehr gutem Geruchssinn, der auf der Suche nach dem perfekten Duft dann auch Morde begeht. Eigentlich eine sehr interessante und spannende Geschichte und ich habe jetzt von sehr, sehr vielen Leuten gehört, dass das Buch einfach besser ist als der Film und das möchte ich natürlich gerne selber erfahren und das Ganze dann auch einmal lesen. Das Ganze liegt seit September letzten Jahres bei mir. Ich habe noch nicht dazu gegriffen, September 2015 ist natürlich jetzt auch nicht so ewig her, aber ich möchte es gerne mal zur Hand nehmen, würde mich aber auch freuen, wenn ihr mir vielleicht nochmal sagen könnt, was an diesem Buch besonders toll ist, warum es besser ist als der Film. Würde mich freuen, da von euch zu hören. Und auch das zweite Buch zog bei mir als Mängelexemplar ein, und zwar Anfang des Jahres im Februar. Und es handelt sich um Marina von Carlos Ruiz Zafón, ein spanischer Schriftsteller, der relativ bekannt ist. Ich habe von ihm allerdings noch gar nichts gelesen. Dieses Werk hier stammt von 1999 und soll so ein bisschen der Übergang sein von seiner Jugendliteratur zur Erwachsenenliteratur. Ich weiß aber ehrlich gesagt wirklich nicht, was mich hier erwartet. Ich hatte jetzt schon mal gehört, dass es so ein bisschen gruselig, mystisch ist. Ich weiß noch nicht, ob da vielleicht irgendwie was Übersinnliches mit drin ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich möchte dieses Buch gerne lesen. Ich möchte gerne etwas vom Autor lesen und ich kann mir vorstellen, dass mir das gefällt. Aber auch hier würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr von dem Autor schon mal was gelesen habt, wenn ihr vielleicht auch dieses Werk kennt und wenn ihr mir einfach ein paar Informationen zu beidem in den Kommentaren da lassen könntet, damit ich vielleicht mir ein genaueres Bild von dem Buch machen kann und dann einfach auch der Impuls da ist, es sofort zur Hand zu nehmen. Ja, und das nächste Buch habe ich mir jetzt nicht gekauft, das habe ich auch nicht geschenkt bekommen, sondern ich habe es gewonnen. Und es ist aus einem Genre, was ich wahrscheinlich auch gar nicht so gut finde oder wo ich nicht weiß, ob es mir gefällt, ob ich das noch gut lesen kann. Ich weiß, dass es mir früher mal gefallen hat und zwar handelt es sich um The Lost von Jack Ketchum. Und dieses Buch habe ich tatsächlich gewonnen, als Paddy vom Kanal Paddy Love Books gerade erst angefangen hat. Ich glaube, das war das Buch der 200 Abonnentenverlosung oder so und 500 vielleicht, aber es war auf jeden Fall noch keine 1000, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und ich habe dann dieses Buch gewonnen und erstmal habe ich mich riesig gefreut, weil ich glaube, ich bis dato noch nie irgendwas gewonnen hatte und mich einfach riesig darüber gefreut habe, vor allem, weil ich Paddy auch so gerne mag. Ich habe ihre Videos eigentlich alle immer geguckt, selbst wenn es mich vom Genre her überhaupt nicht interessiert hat, mochte ich einfach ihre Art. Sie hat mich irgendwie immer glücklich gemacht, wenn ich irgendwie ein neues Video von ihr sah. Ja, und dann war ich aus dem Häuschen, als ich dann gezogen wurde. Und es war halt dann auch so, dass sie wirklich so kleine Loszettel geschrieben hat und sie hat dann den Namen, den ich damals noch auf YouTube hatte, dann in die Kamera gehalten und irgendwie, boah, ich habe den ganzen Tag, glaube ich, nur gegrinst, weil ich das irgendwie so toll fand. Und ja, dann war kurze Zeit später halt dieses Buch auch in der Post. Zusammen sogar noch mit Yankee Candles, die Paddy ja auch so gerne mag, die habe ich auch alle noch hier stehen und ja, war einfach irgendwie eine total schöne Sache und dadurch kam The Lost von Jack Ketchum bei mir in den Bestand. Es handelt sich hierbei ja um ein Buch aus dem Heine Hardcore Verlag, dementsprechend weiß man schon, was einen ungefähr erwartet. Hier wird es sehr, sehr blutig zugehen, mit sehr, sehr viel Gewalt. Es ist ja auch Jack Ketchum, der ist ja auch bekannt dafür, solche Bücher zu schreiben. Und die Geschichte hier beruht auch noch auf einer wahren Begebenheit, was das Ganze für mich immer noch schlimmer macht, wenn ich weiß, es sind wirklich Menschen auf die und jene Art gestorben und da gab es wirklich einen Verrückten, der das getan hat und dann darüber zu lesen, finde ich irgendwie nochmal eine Ecke härter. Und ich weiß einfach nicht, wie das sein kann, dass ich das früher ohne Probleme konnte ich das wegstecken, habe das so weggelesen,
in einem Alter, wo man sowas eigentlich auch vielleicht nicht lesen sollte, aber das hat mich überhaupt nicht mitgenommen irgendwie. Und jetzt, wenn ich mir das nur vorstelle, dann ist es mir eigentlich schon zu viel. Also ich weiß nicht, was passiert ist, wie das kommen kann. Vielleicht habe ich auch einfach mittlerweile schon zu viel gesehen, was tatsächlich in der Welt passiert. Echte Bilder gesehen von Menschen, die irgendwie auf grausame Art und Weise sterben oder furchtbar behandelt wurden, die ich halt in dem Alter noch nicht gesehen habe, sodass ich mir wahrscheinlich unter vielem keine Bilder in den Kopf projizieren konnte, die ich mir jetzt gut vorstellen kann. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall glaube ich fast nicht, dass ich dieses Buch jemals lesen werde. Da muss ich schon wirklich eine außergewöhnliche Stimmung haben, dass ich dann dazu greife. Aber es liegt auf meinem Sub. Ich könnte es lesen, ja. Aber vor allem ist es einfach eine schöne Erinnerung, die in meinem Regal steht. Als nächstes ein sehr dickes Buch, Buch Nummer 4, Die verlorenen Spuren von Kate Morton. Dieses Buch habe ich auch irgendwo mal ganz günstig ergattert und seitdem steht es bei mir. Es ist auch im Oktober 2015 bei mir eingezogen. Ich schätze mal, da war irgendwie eine Bestellung oder irgendwas, weil ich habe einiges aus dem Oktober 2015. Handelt sich hierbei natürlich wieder um eine Familiengeschichte. Kate Morton kennen ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viele und mögen ihre Bücher. Dieses ist jetzt hier von 2012. Und es ist für mich auch das erste Buch der Autorin. Ich kann also auch mir noch keine Meinung erlauben. Es ist jetzt nicht so, als würde ich mich da auf andere Geschichten von ihr stützen können. Und es spielt in England, was ja immer schon mal eine gute Sache ist, meines Erachtens, also für mich zumindest. Hat etwas mehr als 600 Seiten. Ja, und ich erwarte mir hiervon Ähnliches wie von Lucinda Riley, nur im besten Fall so, dass es mir gefällt. Wir werden sehen. Lasst mich gerne wissen, ob ihr Erfahrung mit Kate Morton habt, ob euch dieses Buch hier gefiel oder ein anderes vielleicht besser. Lasst mich da bitte alles wissen, was ihr darüber wisst oder wie ihr dazu steht. Das würde mich riesig freuen. Wäre mir halt eine große Hilfe, um die ganzen Subbücher dann auch wirklich mal zur Hand zu nehmen. Und zu guter Letzt Buch Nummer 5 und das ist Gute Geister von Catherine Stockett. Ein Buch, das ja auch nur gute Bewertungen hat, das sehr bekannt ist. Das, glaube ich, heißt, glaube ich, The Help im Englischen. Ist, glaube ich, auch verfilmt worden. So. Und zog bei mir ein als preisreduziertes Exemplar über Weltbild und kam dann leider ziemlich verdreckt bei mir an. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, aber hier sind überall so Flecken, da oben auch. Und eigentlich gibt es es überall noch günstig, auch eine Hardcover-Variante und vielleicht kaufe ich es mir einfach nochmal. So bin ich ja dann, wenn ich irgendwie so ein bisschen unzufrieden mit dem Zustand bin. Hier begleiten wir afroamerikanische Haushälterinnen, die in Haushalten von Weißen arbeiten. Das Ganze spielt in Amerika um 1962. Und die eben andere Wünsche und Träume haben, als ihr Leben eben als Angestellte in diesen Häusern zu verbringen und eben wie sie sich gegenseitig helfen und versuchen, ihre Träume und Ziele zu erreichen. Das ist wohl sehr schön geschrieben und geht einem sehr nah und ist ein tolles Buch. Und ich freue mich auf die Geschichte. Ich denke, auch dieses Buch liegt schon viel zu lange bei mir. Es zog bei mir ein, auch im Oktober 2015. Also anscheinend habe ich da irgendwie eine Weltbildbestellung wahrscheinlich getätigt. Weswegen da so viele Bücher bei mir einzogen. Und ja, eigentlich liegt es auch schon ein bisschen lange hier dafür, dass es so ein großartiges Buch sein soll, von dem alle schwärmen. Und ja, ich würde es schon gerne lesen, so ist das ja immer. Ne? Man hat halt viel auf dem Sub und eigentlich hat man sich das alles gekauft, wenn man es großartig findet und es einen interessiert oder eine tolle Bewertung hat. Und ich bin davon überzeugt, dass mir dieses Buch gefallen wird. Ich habe nur noch nicht dazu gegriffen. Auch dieses Buch hat etwas mehr als 600 Seiten. Und ich glaube einfach, dass mir die Thematik auch sehr liegt. Ich habe ja auch noch die Erfindung der Flügel hier, was ja in eine ähnliche Richtung geht. Und kann mir auch vorstellen, dass ich vielleicht, wenn ich in der richtigen Stimmung bin, auch direkt beide Bücher nacheinander lese oder zumindest nah beieinander. Mal sehen. Auch hier lasst mich wissen, was ihr darüber wisst, ob es euch genauso gut gefiel wie ja, allen, von denen ich bisher davon gehört habe. Auch ein wirklich schönes Buch. Wie gesagt, ich hätte es nur gerne in sauber. Mal gucken, ob ich da nochmal ein anderes Exemplar kaufe und dieses hier dann irgendwie spende oder weggebe. Ja, das waren 5 Bücher von meinem Sub und ich glaube, ich habe es jetzt bei jedem einzelnen Buch gesagt, aber hier nochmal, ich hätte natürlich gerne Kommentare von euch, in denen ihr mir diese Bücher schmackhaft macht. Und dann hoffe ich von euch zu hören, hoffe euch hat dieses Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!